Wir haben unsere Speicher zu 90% gefüllt. Das ist sehr gut. Wir bekommen Flüssiggas von verlässlichen Lieferanten wie Norwegen und den Vereinigten Staaten. Und wir sind in der Lage, diejenigen, die es brauchen, zu unterstützen. Jetzt sind wir gut vorbereitet. Eine erste Verteidigungslinie für unsere Märkte steht. Nun müssen wir diskutieren, wie wir die Ausschläge bei den Energiepreisen und die Manipulation der Energiepreise durch Putin begrenzen können. Da geht es um Preisdeckel. Und die Frage, wo und wie man sie anwenden soll, werden wir heute diskutieren. Es wird heute aber keine Entscheidung geben. Es ist ein informeller Rat. Es sind aber die Vorbereitungen für den EU-Rat Ende Oktober.